Und damit hallo und herzlich willkommen beim nächsten Part von Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Unser Abenteuer im Dungeon geht weiter, Freunde. Wir schreiten mutig und tapfer voran. Shit, das zieht immer so viel ab. So, let's go. Ich hoffe, ich musste die letzten Parts nicht in zwei Teile teilen. Ich bin nämlich hart am Überlegen, weil ich so lange aufgenommen habe, dass... Echt ein bisschen heftig. Zwei Parts, die irgendwie fast 40 Minuten lang sind oder so. So auch zu lassen. Also vielleicht habe ich sie geteilt, vielleicht auch nicht. Ihr werdet es ja gemerkt haben. Vielleicht habe ich es ja auch geschafft, die großen 40 Minuten Parts zu schneiden. Aber das soll nicht eure Sorge sein. So, let's go. Wir sind jetzt wieder da, wo man regeneriert, wenn man läuft. Das heißt, es besteht kein Hagel. Ihr merkt vielleicht von der Ausleuchtung, dass ich ein bisschen glänze. Ich habe leider nicht... Hallo? Okay. Also, ich nehme jetzt leider am Abend auf. Und mit Tageslicht ist es immer ein bisschen schöner, weil es bei mir abends immer ein bisschen schwierig ist, auszuleuchten mit meinem Equipment. Deswegen glänze ich jetzt leider ein bisschen. Ich habe ein bisschen hin und her probiert. Das war schon noch ein bisschen schlimmer. Aber... Soll uns nicht weiter stören. So, hoffen wir mal, dass wir in diesem Part durch den Dungeon kommen. Ich habe keine Ahnung, wie lang der ist, aber ich hoffe es einfach mal. Ja, Dummiese ist jetzt auch genug. Da ist die Treppe ganz entspannt. Mal sehen, ob es wieder 10 ist. Oder, ach nee, wir waren ja schon auf 10. Ist ein bisschen länger jetzt, Leute. Merkt schon, es wird ernst. Expeditionstipp. Iss einen Reinsamen, um dich direkt zur Treppe zu teleportieren. Nutze diese Abkürzung, wenn du schneller die nächste Treppe erreichen willst. Das könnte man sich natürlich aufheben, wenn wir wieder ja, so gut am Krepieren sind. Da gab es noch einen Reinsamen. Vielleicht finden wir dieses Sodamarkt. Dann kriegen wir noch einen. Das ist natürlich dann ziemlich praktisch. Aber wenn wir jetzt halt direkt die Treppe finden, wäre halt dumm, wenn wir den Reinsamen verschwenden. You know... Da ist ein Sodamark. Aber es kann auch die Maronbeere aufgehoben haben. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ihr wisst, wenn man mal trifft. Es ist der Reinsam. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wir haben Reinsam. Das freut mich. Kannte ich noch gar nicht. Gibt es die nur hier oder auch in anderen Spielen? Weil die sind mir noch nie aufgefallen. So, hier ist keine Treppe. Wir haben jetzt so viel Platz im Beutel, weil wir so viele Sinelbeeren verbraucht haben. Ups. Aber es ist schön, dass es ein bisschen schwieriger geworden ist. Zuerst ist ja auch ein bisschen lame. So. Gut, das bockt dann gar nicht mehr so, wenn man vergiftet ist und angegriffen wird. Aber wenn ein Level steigt, ist es dann natürlich wieder voll in Ordnung. Gar kein Problem. Pech glänzt so hart, ne? Das ist echt scheiße ausgeleuchtet. Es tut mir ein bisschen leid, aber... Irgendwie ging es jetzt nicht anders. Besser? Nicht besser? Keine Ahnung. Ich gebe alles. Ich gebe alles. Scheiße. Scheiße, Gegner. Wo will Dummiese jetzt hin? Komm. So, ja, ist glaube ich ein bisschen besser jetzt, aber naja. Wärme und Licht und dann auch aufnehmen, das verträgt sich nicht so gut, habe ich gehört. Oh, das Petschief habe ich gar nicht gesehen. Ich würde mich nur gerade spontan dazu umentscheiden, nach oben zu gehen. Klappt ja alles. Wir sind ja jetzt auch schon echt stärker geworden. Oh, ich heile gar nicht auf. Aber dafür verschwende ich jetzt keine Sinelberge. Dafür nicht. Gefunden. Riesengletscher E12. Geht voran. Oh, nee. Ja, das ist natürlich jetzt kacke. Hallo, ich möchte auch mal angreifen. So, vielleicht heile ich meine AP mal vor der letzten... oder vor der nächsten Treppe auf. Das war nicht so intelligent. Tatsächlich. So, ist das ein Reinsamen? Ne, ist ein Plosivsamen. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht. Ich spiele irgendwie allgemein nicht so viel mit Items, aber...
Nee, ich will nicht mit dir kämpfen. Geh weg. Okay, ich glaube, es wird doch mal Zeit für eine Sinelbeere. Das ist mir dann doch wieder zu knapp, wenn ich gleich einem anderen Tier begegnen. Tier, Alter, warum sage ich immer Tier? Was ist los mit mir, Alter? Wenn man einem Pokémon begegnen sollte. Ich verbringe zu viel Zeit mit meinem Hund, glaube ich. Sinelbeere, sehr gut. Ganz entspannt. So, den anderen geht es aber auch noch ganz gut, oder? Keanu, ja. Nein! Boah, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass Dummy sich schon wieder fightet da oben. Also geht Dummy so da jetzt hin, damit er jetzt stirbt? Willst du mich flachsen oder? Keanu, mach mal mit. Sein Ernst, der geht da hinten hin? Lol. Was soll denn der Scheiß? Ja, da solltest du hin. Statt uns zu unterstützen, läuft er da weg. Richtig nett. Ich merke schon, ich werde in diesem Part auch gut was zu schneiden haben. So heftig, wie viele Gegner einfach hier am Start sind. Ah, Dummiese. Ich will halt echt... Vielleicht ist im nächsten Raum ja die Treppe. Ansonsten kriegt Dummiese eine Sinelbeere und dann ist alles wieder fresh. Ah, das ist echt nicht so cool mit dem Hagel. Boah, da ist die Treppe. Schnell es geht. Oh, geschafft. Sinelbeeren sparen, Sinelbeeren sparen. Hä? Ah, stimmt, dem geht's ja immer noch nicht besser. Muss erst wieder eine Runde laufen mit dem. Ah, das ist jetzt natürlich scheiße. Wisst ihr was? Dann machen wir das. Dann ist Passiv direkt erledigt. So, das ist dann eine gute Lösung gewesen. Jetzt laufen wir ein bisschen rum, dass dem Jungen besser geht und dass es uns allen besser geht. Damit gleich wieder alles abgezogen werden kann. Stimmt, ich wollte meine AP auffüllen. Ich Depp. So. Geh mal weg. Ich möchte nicht mit dir kämpfen. Ich bin ein friedliches Wesen. Ja, genau. Füllt alle AP. So, let's go. Im letzten Part oder im vorletzten Part, ich habe keine Ahnung, wenn ich die schneide. Shit, ich bin auf eine Falle getreten. Expeditionstipp, Lahmfalle. Wenn ein Pokémon auf diese Falle tritt, wird sein Tempo vorübergehend gesenkt. Oh, das ist so schlimm. Aber sie verschwindet zumindest. Habe ich auf jeden Fall gesagt, dass ich bei meiner Theaterprobe war. Und das war gerade eben erst. Ist auch verwirrend, wenn ich das in so viele Parts schneide und für euch ist es immer an verschiedenen Tagen und bei mir an den gleichen. Wirf Schadsamen auf den Gegner. Das mindert seine Verteidigung und seine Spezialverteidigung, sodass er fortan mehr Schaden erleidet. Toll. Benutze ich meist eh nicht. Ich will... Oh, Dummiese. Einzig und allein mit den Fäusten gewinnen, wollte ich sagen. Aber schlägt sich ganz gut, ne? Dummiese? Nice. Wenn er von da unten kam, meist kommen die Pokémon ja daher, wo die Treppen sind. Gehen wir da auch mal hin. So. Also meine Probe beim Theater war auf jeden Fall sehr gut. Ja. Lief alles, läuft alles. So muss das sein. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Mein Schiebepad geht ganz kaputt, ey. Geht dieses Gummiteil mal ab. Gar nicht anstrengend. So. Irgendein Orb, Vitalorb, nobody. Brauchst du. Läuft. Apropos andere Sprachen. Ich habe vorhin noch ordentlich Japanisch gelernt. Ich finde, Japanisch ist nämlich... So eine interessante Sprache. Und ich habe mir gedacht, sobald ich mit der Schule fertig bin, werde ich die Sprache lernen, auf die ich selber Bock habe. Und das ist Japanisch. Das Schwierige oder die Herausforderung am Japanischen ist ja, dass du erstmal ein ganz neues Alphabet lernen musst. Aber das hat mich einfach total gereizt. Ich fand das richtig, richtig cool. Dann habe ich gesagt, lerne ich einfach selber, wünsche mir ein paar Bücher zum Geburtstag und dann wird direkt gelernt. Und ich kann jetzt schon echt eine Menge. Also ich kann
Nice. Es gibt so verschiedene Arten von Alphabet bei denen. Es gibt dieses Grundalphabet und dann gibt es da noch so. Also mit dem einen schreiben die meist nur in Büchern und Zeitungen oder so, glaube ich, und den anderen, das andere gebrauchen die so eigentlich immer. Ist auf jeden Fall immer eine Mischung und man braucht auf jeden Fall beide Alphabete. Und das eine kann ich schon. Das ist echt richtig cool. Und 8 Zeichen von dem anderen kann ich auch schon. Da muss man noch Vokabeln zusätzlich lernen und Grammatik und sowas natürlich. Aber dann hat man es drauf. Und wie viele von euch ja vielleicht auch schon mitbekommen haben. Oh no. Oh, macht bitte nichts, wenn ich das so aufwacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt. Nein, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Nein, dann werde ich es auch noch nicht verraten. Stimmt, ihr solltet das irgendwann mal erraten und ich habe es euch noch nie verraten. Aber das werde ich nochmal irgendwann speziell liegen. Das wird nochmal, das pushe ich nochmal so richtig hoch. Nein, alles entspannt. Das Geld. Das brauchen wir. Geld ist immer gut. Keanu, nein. Geht Keanu zumindest zur Treppe? Wenn Keanu jetzt Probleme kriegt, dann teleportieren wir uns einfach zur Treppe. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit. Ah, beides gut. Sehr cool. Hauptsache Dummi, dieses Level steigt dann. Finde ich auch gut, dass jeder dann Punkte bekommt. Wenn die anderen kämpfen. So, haben wir es dann, bitte? Ich hätte gerne die Sinelberge da auf dem Boden. Nee, den brauche ich. Bla, bla. Was ist so ein hier? Der ist mir doch egal, den brauche ich doch nicht. So. Ey, weh, du läufst in die falsche Richtung, Keanu. Komm wieder her, bitte. Ist da die Skeppe? Kannst du mir das sagen? Oder nicht? Nee, das ist Linfu. Direkt in die Falle gelockt. Danke, Keanu. Haben wir es dann? Bitte? Kann doch nicht so lange dauern. Natürlich ist da nicht die Treppe. Aber da oben ist die Treppe, ich spüre es nicht. Aber nie was gesagt. Wir gehen einfach zurück, als wäre nichts passiert. Danke, Keanu, für den Umweg. Das ging flott. Das war eh der Plosivsam von mir. Nö. Die Räume sind doch alle leer, ey. Naja, besser als Gegner da drin zu haben. Cool, Treppe gefunden. Let's go! Wir sind inzwischen ziemlich weit gekommen. Oh, Kaelin. Glaubst du, dass dort ist ein Ausgang? Dann könnten wir hier endlich raus. Komm, wir sehen uns das mal genauer an. Oh, der Berg aus Eis. Er ist ja auf einmal so nah. Er ist wunderschön. Das Eis ist so klar wie Glas. Wirklich mysteriös, was? Wie das Eis das Licht reflektiert. Wir sind also schon so weit gekommen. Jetzt haben wir es bald geschafft. Nun, das Schwerste scheint uns noch bevorzustehen. Hm? Stimmt. Hier ist ja noch eine Gletscherspalte. Eine riesengroße. Wie weit erstreckt die sich wohl? Sieht nicht so aus, als könnten wir sie einfach so umgehen. Nein, so nah und auch so fern. Und keiner von uns kann so weit springen, dass er über die Spalte käme. Was machen wir denn jetzt? Nanu? Was ist das? Das ist eine Art runde Vertiefung, wenn auch nur schwach zu erkennen. Sieht fast so aus, als hätte hier jemand das Eis ein wenig ausgehöhlt. Hä? Augenblick mal! Also, diese Form und Größe, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Fragt sich nur, wo? Oh, aber natürlich! Aber wie kann das sein? Psyana, wie sieht es bei dir aus? Bestens. Ich bin bereit. Gut. Leute,
Geht einen Schritt zurück. Es ist zu eurer eigenen Sicherheit. Genau. Nachdem sie das Magna-Portal beschworen hatten. Der Lichtstrudel, der aus dem Boden geschossen kam, hat genauso eine Form hinterlassen wie diese hier. Kann es denn wirklich sein? Nanu? Kaelin? Was hast du? Was? Spuren eines Magna-Portals? Wo? Für wahr? Ich habe keinen Zweifel daran, dass hier ein Magna-Portal beschworen wurde. Die Vertiefung ist kaum zu erkennen. So wie das Eis drumherum aussieht, ist das Ganze schon etwas länger her. Bemerkenswert, dass dir das überhaupt aufgefallen ist. Psiana, die Vertiefung. Erinnert dich das an was? Ja, jemand muss ein Standard-Z-Zugangscard verwendet haben. Und auch die Art der Manipulation der Erdseen ist nicht allzu kompliziert. Aber wenn ich in meinen Annahmen recht gehe, dann können sie nur ein Ziel haben. Das ist wirklich beachtlich. Wollen wir es mal versuchen? Dir ist klar, welche Zugangskarten wir hier verwenden müssen? Ja. Hoffen wir, dass es klappt. Freunde, tretet einen Schritt zurück. Drei, zwei, eins. Das Licht! Es weist direkt zum Berg aus Eis. Kein Zweifel. Das sind Spuren eines Magna-Portals. Und dieser Weg, er dient eindeutig dazu, zum Berg zu gelangen. Was? Aber das hieße dann ja... Irgendjemand hat hier ein Magna-Portal beschworen und ist dann zum Berg aus Eis aufgebrochen. Sprich, jemand war vor uns hier? Dazu kann ich nichts sagen. Es wäre möglich, dass hiesige Pokémon so etwas wie Zugangskarten besitzen und sie quasi als Brücke über die Gletscherspalte einsetzen. Ich weiß es auch nicht. Aber ich vermute doch mal stark, dass wir dieses Rätsel lösen werden. Sobald wir beim Berg sind. Ich dachte, das Licht erlischt nach einer Weile. Stimmt. Beeilen wir uns besser. Los, Leute. Auf zum Berg aus Eis. Sehr gut. Sieht aus, als hätten es alle ins Innere geschafft. Wenn wir diesen Weg weitergehen, sollten wir zum Berg aus Eis gelangen. Seid alle auf der Hut. Kaelin, kümmere du dich bitte um die Zusammenstellung des Einsatzteams, ja? Wir zählen auf dich. Eieiei, es ist ja richtig nice. Ich dachte eben schon so, oh, jetzt müssen wir wieder in den Dungeon und so, bis wir dann dahin kommen und dann wieder in den Dungeon. Aber es ist, glaube ich, nur noch einmal ein Dungeon und dann haben wir es, denke ich, mal geschafft. Oder vielleicht zweimal, weil der Dungeon in zwei geteilt ist. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist so cool. Vor allem sieht es hier so cool aus. Nice. Richtig, richtig cool. Und ich kann mir genau vorstellen, von wem dieses Portal da stammte. Das könnt ihr euch vielleicht auch denken, ne? Du vielleicht auch, Viridium. Vielleicht von jemandem, der sich schon mal zum Riesengletscher aufgemacht hat. Vielleicht jemand, der mit K anfängt und mit LDO aufhört. Aber man weiß es nicht genau. Wir werden es erfahren. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Und ja, hoffe, dass er eigentlich doch zum Riesengletscher gehen wollte. Und
nicht Vigidium loswerden wollte. Aber wir werden das im nächsten Part auf jeden Fall erfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ansonsten, Leute, niemand ist perfekt. Macht's nicht gut, macht's besser und ciao.